willkommen zu einer neuen Ausgabe von bester-film.de, im Internet zu finden auf bester-film.de. Und der Arne und der ich, wir sitzen wieder im Cinemax in Kiel im Kap. Schön, dass wir das machen dürfen. Hallo Arne. Ja, moin Henry. Genau, schön, dass wir uns schon zum dritten Mal jetzt begrüßen. Lief gerade eben nicht so, aber machen wir jetzt nochmal. Wir haben gesehen etwas, was uns sozusagen in neue Welten erkunden lässt, beziehungsweise zumindest ins Weltall schickt, Passengers. Ich darf ja nicht mehr spoilern, deswegen machen wir jetzt Nummer 3. Genau. Nee, wir haben gerade eben gemerkt, als wir das erzählt haben, eigentlich haben wir dann fast alles erzählt. Das wollen wir jetzt gar nicht. Ich versuche mich jetzt mal zusammenzureißen. Wir befinden uns auf einer Reise zu einem anderen Welt. Das bieten Firmen an. Das ist aber der Anfang. Das ist nun wirklich ganz der Anfang. Da reist man durchaus mal 120 Jahre hin. Und da das irgendwie so ein Leben ja nicht so ganz aushält, schläft man die meiste Zeit in Kammern. Und blöd, wenn was schief läuft. Und da wird unser erster Hauptdarsteller geweckt. Und zwar 90 Jahre zu früh. Das ist doof. Und da ist er erstmal alleine und erkundet so ein bisschen das Schiff. Also, und das ist schon, er hat schon was, das Schiff. Das Schiff ist cool. Das ist designmäßig wirklich gut gemacht. Das ist wirklich, ist, was man da alles machen kann. Und die, also da hat man Platz und das, da passen Leute hin. Das mit dem Frühstück ist ein Highlight, würde ich mal sagen. Und das alleine ist doof. Und dann im Trailer hat man auch schon gesehen. Deswegen, da kommen noch mehr. Da kommen noch mehr, genau. Warum? Das wollen wir nicht sagen. Na gut. Und auch was, ich darf aber trotzdem sagen, es gibt Höhen und Tiefen. Genau. Und es gibt Höhen und Tiefen auch beim Schiff, sonst wäre es ja auch langweilig. Ich meine, das ist ein Film, da passiert, wir wollen ja nicht 90 Jahre zugucken, wie der älter wird. Das sehen wir am Anfang zumindest schon mal ein bisschen. Und Jennifer Lawrence dabei, also kann man davon ausgehen, natürlich, das sieht man auch im Trailer, es könnte auch was mit Liebe zu tun haben. Und es gehen Sachen kaputt und schief, das weiß man auch aus dem Trailer. Das ist wahr. Und ja, Jennifer Lawrence sieht gut aus, macht eine gute Figur zwischendurch. Ich finde, es ist auch richtig gut gespielt von den beiden, muss ich mal wirklich sagen. Es fiel mir wirklich gut, wirklich positiv auf. Ja, definitiv. Man kann sich höchstens natürlich fragen, wenn sie schon so allein sind, warum müssen sie überhaupt noch Kleidung tragen? Aber Herrgott, nicht? Das ist so, nicht? Man hält so ein bisschen die Fahne der Zivilisation hoch. Und was noch ganz cool ist, den sieht man auch im Trailer. Wird's hier gerade dunkel? Naja, nee. Den Barkeeper. Mein Lieblingsspruch des Films ist, Dienstag ist mein Abend mit Arthur. Genau, also der ist auch cool. Sehr cool. Der Barkeeper ist generell cool. Ja, der hat ein bisschen, also überhaupt grundsätzlich muss ich sagen, in die Zukunft wirkt das jetzt realistisch. Also die Computer haben ein leichtes Verständnisproblem. Siri und Alexa oder wie und Echo oder sowas, da hat man inzwischen das Gefühl, in 150 Jahren wissen die mehr zu sagen. Aber die Computer hier sind ein wenig limitiert in ihrer Ausgabefähigkeit. Genau, und sie halten auch an ihrem Plan fest und passen das nicht direkt an die Realität an. Aber so gesehen, das ist auch das Spannende mit, auch schon erstmal am Anfang, was so dieses Schiff da bietet, ne? Was da sozusagen passiert und wie das Ganze funktioniert. Das hat auch ein gewisses, also man hat das Gefühl, es könnte so sein, wenn man sowas mal bauen würde. Ja, das und dann, wie gesagt, geht halt irgendwas schief. Es geht was schief, ja. Und es wird geliebt. Das stimmt. Die Höhen und Tiefen sind dabei. Ja. Und diesen Swimmingpool, den hätte ich auch gern. Zumindest in 90% der Fälle. Das ist auf jeden Fall ein Infinity-Pool par excellence. Ja, genau. Auch das kennt man aus dem Trailer ja schon, nicht? Wenn da dann die Schwerkraft mal weggeht, ist so ein Wasser auch nicht mehr ganz so prickelnd, wie man es sich vorher mal vorgestellt hat. Nein, jeder stirbt mal ein bisschen. Irgendwie stirbt man ja nie. Ja, genau, irgendwas passiert ja immer. Und ja, schöne Technik, nicht, die da drin ist. Also es ist eine interessante... Bitte verlassen Sie das Haus jetzt? Nee. Ja. Es ist ein schöner Kompromiss sozusagen aus, ja, Technik verliebt, das Ganze zu sehen. Und aber auf der anderen Seite, ja, Liebe, Gefühl und Wellenschlag. Na, es ist eigentlich ein Kammerspiel, möchte ich mal sagen. Es geht also, letztendlich geht es darum, wie Menschen miteinander leben und leben wollen und leben können. Und wozu sie sich entscheiden und was eigentlich der Sinn des Lebens ist tatsächlich, würde ich mal so ganz hochtrabend jetzt behaupten. Zumindest zum Schluss, naja, gut, es ist ein Hollywood-Film, in Anführungszeichen, weiß man, worin der Sinn des Lebens besteht. Und er besteht, na gut, das darf ich ja wieder nicht spoilern, was soll ich sagen? Er besteht nicht aus Technik. Nee, muss nicht, ne? Also Gefühle können auch echt sein. So gesehen können wir schon langsam zur Wertung kommen. Übrigens 3D das Ganze. Ja, es gibt so ein paar Szenen, gerade so mit dem Weltraum, wenn da was ist, wo man das Gefühl hat, da ist 3D. Das dreht sich aber auch nur, das wirkt auch, glaube ich, ohne 3D. Ja, man muss ihn nicht in 3D gesehen haben, glaube ich auch. Er läuft hier aber nur in 3D. Gut, du willst so werten. Ich will werden. Ja, ich fand den Film deutlich besser, als ich befürchtet hatte inzwischen, muss ich sagen. Deutlich besser. Auch nach den ersten Reviews, die ich dummerweise doch gelesen hatte, muss ich sagen, der ist deutlich besser, wirklich. Also das Schiff ist cool, die was man so machen kann, ist cool. Wie er so da drin lebt, ist cool. Wie sie dann drin leben, ist cool. Was so passiert.
Ja, klar, könnte mir passieren, aber irgendwie war es doch spannend. Also man, das war jetzt kein Leerlauf, fand ich persönlich. Das war ein cooler Film, hat mir Spaß gemacht. 8 Punkte. Ja, also ich fand ihn auch von vorn bis hinten richtig spannend. Also gerade dieses Erkunden, dieses Erleben dort, diese ja Sachen, die durchaus in seinem Kopf abgehen, wie bestimmte Sachen dann, ja, es gibt einen Twitch noch, oder ne, also es gibt da so Gefühlschaos sozusagen, was ich auch okay fand so. Also ja. Und die Liebe fand ich völlig okay hier. Das hat mich hier nicht gelangweilt. Die war so, nee, also von vorn bis hinten richtig klasse Film. Also mir hat es auch richtig Spaß gemacht. 8,5 gibt es sogar von mir. Deswegen, weil es einfach ein cooler Film ist. Also im Sinne von auch wirklich sehr, sehr sehenswert. Und schön diesen, ja, dieses Erkunden, dieses Erleben, aber dann eben auch noch mit ein bisschen was, wo man ja so ein bisschen drüber nachdenken kann. Bisschen. Ganz bisschen. Ja, ein bisschen. Ein bisschen. Ganz bisschen. Und ein bisschen Realismus, aber auch nur ein bisschen. Ja, in sich ist da, glaube ich, schon logisch. Also auch, wie die reagieren und worauf sie reagieren, finde ich gut. Ja, definitiv. Gut, damit sind wir durch. Ne? Ich glaube, das war vielleicht auch die bessere Wahl als hier, wie heißt er, das Videospiel. Assassin's Creed. Genau, der hat ja nur schlechte Kritiken. Ja, aber sehen muss ich ihn, glaube ich, auch noch. Ja, stimmt. Ach, Jennifer Lawrence sieht auch gut aus, muss man sagen, ne? Er sieht gut aus. Aber es kommt jetzt demnächst ja wieder, jetzt Trailer war einmal Blade Runner, fand ich das die Zukunft. Man hat das Gefühl, hier Harrison Ford macht nochmal so eine Abschiedstour. Alle Filme, die er mal gedreht hat, geht er nochmal durch und macht dann nochmal den alten Recken. Hier kommt er auch wieder drin vor. Hoffentlich stirbt er nicht in jedem Film. Nicht, genau. Mal sehen, wann Indie kommt dann nochmal, nicht? Und was auf Verflucht oder so. Da fallen ihm ja einem ja noch viele ein mit ihm. Und deswegen komme ich drauf, wenn wir sowieso schon in dieser Welt sind und eine weitere sehr hübsche Frau, nämlich Mrs. Hier, wie heißt sie? Na, die blaue. Na, Frau Johansson. Ach, Scarlett Johansson. Ja, genau. Die macht nämlich auch, ich habe den Filmnamen wieder vergessen, macht aber nichts, sieht auch so irgendwie wie, ja, hat so ein bisschen, weiß nicht, interessanten Matrix trifft auf Blade Runner. Heißt, glaube ich, anders, aber egal. Ja, ich glaube auch. Genau. Damit sind wir, glaube ich, durch, ne? Haben wir nicht zu viel gespoilert diesmal. Ja. Dann zwar, gut, frohes Neues übrigens, dürfen wir noch wünschen, ist der erste dieses Jahr. Ja, die Filme können so bleiben. Ja, kann so weitergehen. Dann bis zum nächsten Mal und auf Wiederhören und auf Wiedersehen. Tschüss. Oder tschüss.